Und dann seid ihr also dann wieder wohlbehalten zu Hause angekommen mit dem Auto? Ja, und sehr viel Schreck in den Augen von meinem Vater. Aber alles gut gegangen und deswegen also nicht so schlimm. Zum Glück, ja. Und wie oft bist du dann gefahren? Nur einmal oder öfters? Oder? Ja, vielleicht so dreimal. Aber es hat schon ausgereicht. Und dann nur außerhalb von der Stadt oder wo? Am ersten Tag außerhalb der Stadt und dann am nächsten Tag bin ich schon in der Stadt rumgefahren. Aber danach hat mein Vater gesagt, nee, das reicht schon. Mehr will ich dich nicht fahren lassen mit meinem Auto. Deswegen durfte ich nicht mehr fahren. War für ihn zu kompliziert, das anzusehen. Das ist ja dann riskant. Aber ich hatte auch nicht so viel Zeit gehabt, weil ich hatte mich mit meinen Freunden mal getroffen und so. Also ich hatte nicht so viel Zeit gehabt, dass ich jetzt die ganze Zeit nur fahren kann und so.